Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Train Simulator. Wir fahren heute mit dem Taurus besondere Fracht, drei Straßenbahnen für die Berliner Verkehrsgesellschaft. Ja, und da das Ganze ein 3D-Zug-Szenario ist, kriegen wir jetzt auch gleich wieder eine nette Ansage vom Fahrdienstleiter. Die Fahrdienstleitung an 42702, bitte kommen. 42702 hört. Guten Morgen. Morgen. Wie ist der Plan? Für die Berliner Verkehrsbetriebe müssen heute 6 neue Straßenbahnen von Berlin nach Leipzig überführt werden. Die ersten 3 transportieren sie bis Großbeeren, wo diese dann auf Tieflader-LKWs umgeladen werden. Bis Lutherstadt-Wittenberg werden sie dabei hinter der RB 26136 fahren. Nach einem kurzen Aufenthalt dann anschließend hinter dem RE 4356 weiter. Es kann gut sein, dass sie vor allem im ersten Streckenabschnitt des Öfteren stehen und warten müssen. Ich hoffe, Sie haben genug Kaffee dabei. Zunächst fährt aber ein Güterzug Richtung Halle raus. Gute Fahrt. Alles klar, danke. So, hier sehen wir nochmal in Nahaufnahme unsere heutige Fracht. Sehr schön modelliert, sehr schön gemacht hier. Die Straßenbahn, die wir heute fahren werden für Berlin. Frisch angeliefert, frisch gebaut, sage ich mal. Und wir bringen sie direkt weiter. So, dann lass uns in unseren Fahrerstand gehen. Und ich muss eine Sache dazu sagen, leider hat dieser Zug ein kleines Problem mit der PZB. Das heißt, sie funktioniert irgendwie teilweise, aber größtenteils leider nicht. Wechselblinken zum Beispiel funktioniert gar nicht. Ab und zu hat man, auf Signale scheint sie auch nicht immer so richtig zu reagieren, manchmal auch nicht. Was sehr, sehr schade ist. Ich werde trotzdem alle Signale bestätigen, hinterher funktioniert sie dann sonst doch. Und ich will es ja auch einigermaßen realistisch halten, aber falls sich wer wundert, warum kein Wechselblinken kommt oder warum vielleicht nicht das Richtige angezeigt wird nach dem ein oder anderen Signal, das liegt an der leicht defekten PZB. Ich habe jetzt 3 Stunden lang rumprobiert, diese PZB zum Laufen zu kriegen und danach habe ich mir einen Fix installiert und ja, das hat leider die Bremsen ein bisschen verbessert, aber es hat nicht wirklich die PZB verändert. Was ich gehofft hatte, die scheint immer nicht ganz zu funktionieren. Hingegen funktioniert die AFB, wie ihr hört. AFB. AFB. Die funktioniert. Ich schalte schon mal 40 an. Ich weiß, dass wir gleich mit 40 Ausfahrt haben. Ich habe das Szenario schon mal kurz angetestet. Deswegen weiß ich das schon. Ja, und auch die SIFA sollte funktionieren. Bei der SIFA ist es bei dem Zug allerdings so, dass die erst ab einer gewissen Geschwindigkeit anspringt und irgendwie sieht man leider auch nicht, ob sie an oder aus ist. Deswegen hoffe ich einfach, dass sie jetzt an ist und dann werden wir sehen. Wenn gar keine SIFA kommt, werde ich da nochmal probieren, sie anzuschalten. So, wir können die Bremse lösen. Wir können auch schon mal das hier nochmal einschalten. Fahrthilfenswender nach vorne und können langsam losfahren. Da vorne übrigens, der Zug, der jetzt gerade nach hinten verschwindet, das dürfte die Regionalbahn sein, hinter der wir jetzt eine ganze Zeit lang hinterher juckeln. Und danach halt hinterm RE. Da könnte es noch ein bisschen schneller werden, weil der EE ein bisschen weniger hält. Aber wir haben heute, wie gesagt, auch nur eine Vmax von 100. Hatte ich das gerade schon gezeigt am Wagen? Das kann ich euch gleich mal, wenn wir gleich nochmal stehen im Signal, zeigen, wo man das am Wagen sieht, dass wir heute eine Vmax von 100 km/h haben. Bremstechnisch würde sogar noch mehr gehen. So, wir schalten mal eigentlich macht man das auch nicht während der Fahrt, aber da die PZB ja nicht so ganz funktioniert, schalten wir das Ganze mal auf mittlere Zugart. Ich denke mal, das ist ganz realistisch. Der Bremsweg dieses Zuges ist echt nicht so lang, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das auf mittlerer Zugart gefahren wird, dieses Szenario. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal hier eingestellt. Mittlere Zugart sollte passen. Für genauere Stimmung müsste man ja dann genau die Bremshundertstel kennen, die ich jetzt leider nicht weiß. So, wir können 80, können wir ein bisschen hochbeschleunigen mit dem schönen Anfahrsound oder den ganzen Fahrsound des Taurus. Wunderschön ja auch immer direkt beim Anfahren, wenn man die Tonleiter hat. Das hat schon echt was. Ich mag ja auch die Anfahrgeräusche zum Beispiel in der, war das letzte Folge? Ja, mit der letzten Folge, wo wir mit der 111 gefahren sind, dieser alte Anfahrgeräusch, aber auch diese moderne Sound mit dem Taurus, mit der Tonleiter, hat auch sehr was. Also beides cool, kann man so sagen, denke ich. So. Wir sollten uns gleich schon mal auf rote Signale einstellen, denn ich vermute mal, dass wir gleich nicht hier direkt rauskommen.
Denn da steht doch, ja genau, da steht dann nämlich. Das ist, glaube ich, unser die Regionalbahn, hinter der wir hinterher tuckern werden. Und die wird uns nicht einfach vorlassen. So. Tiefer. So. Zack. Ja, ah, jetzt geht die PZB gesehen. Eben sie blinkt. Nächstes Signal ist rot, weil wir gleich ein gelbes Signal überfallen haben. Das scheint zu funktionieren. Es scheint halt irgendwie zu gehen. Aber das Wechselblinken scheint nicht zu funktionieren. Okay, vielleicht geht sie doch. Wenn ich Glück habe, geht die PZB doch. Ich wollte nur schon mal vorwarnen, nicht, dass es dann heißt, hä, warum spinnen deine PZB rum? Bisschen scheint sie rumzuspinnen. Wir müssen also vor dem nächsten Signal pünktlich zum Stehen kommen, müssen auch die Bremskurve einhalten. Wir können die Leistung schon mal rausnehmen, nicht, dass wir gleich noch sinnlos beschleunigen. Ich möchte eigentlich auch keine Zwangsarbeit haben, deswegen werde ich jetzt mal in die Eisen gehen, damit wir hier kleine, bisschen können wir noch rollen lassen. So. Auf das rote Signal zu, das ich schon vermutet habe. Ich hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn wir nach der Ansage, sie müssen ganz schön viel warten am Anfang, direkt auf die Strecke können. So. Wir können ja auch etwas heftiger bremsen, das stört die Straßenbahn ja eher weniger. Wir haben heute zum Glück keine Passagiere an Bord, was heißt zum Glück? Passagierzug fahren macht da auch Spaß. Jetzt geht das Wechselblinken auch. Warum geht denn jetzt auf einmal die AFB? Ich hab, finde ich gut. In den Testversionen hat sie teilweise überhaupt nicht funktioniert und jetzt scheint sie zu funktionieren. Freut mich, finde ich gut. So. Also mit AFB, ja, sehr gut. Wäre natürlich ein bisschen doof gewesen, wenn die AFB dann überhaupt nicht funktioniert hätte. So, weiter vom roten Signal jetzt hier rumstehen. Und das wird nicht das letzte Mal sein. So viel kann ich sagen. Wir werden einige Züge, wahrscheinlich auf freier Strecke hinter denen immer hinterherfahren. Vielleicht müssen wir auch mal an der Seite fahren und dann mal ein ICE durchlassen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und dann Intercity. Wie gesagt, wir sind die unterste Zugpriorität. Fernverkehr natürlich, Nahverkehr natürlich, aber auch reguläre Güterzüge werden wohl wichtiger sein als unsere Überführungsfahrt von den Straßenbahnen. Deswegen vermute ich, dass wir hinter all diesen dreien Kategorien die immer schön vorbeilassen müssen und wir dann so hinterher gehen. Deswegen dauert das ganze Szenario auch 150 Minuten für eine Strecke, die ich mit dem ICE, glaube ich, nicht mal eine Stunde brauche. So. Können Sie das Wechselblinken, können wir schon mal rausnehmen. Wenn wir gleich anfahren, nicht, dass wir ins Wechselblinken reinfahren, wäre nicht das erste Mal bei mir, dass ich ins Wechselblinken reinfahre. 80 Ausfahrt, das ist gut, die haben wir eingestellt, dann können wir losfahren und die Tonleiter. Aber der zieht schon ganz schön, man merkt, wie wenig Ladung wir eigentlich drauf haben. Dafür, ich hätte sogar, vielleicht wäre sogar die obere Zugart sinnvoll gewesen, aber ich hätte gedacht, für einen Güterzug vielleicht eine mittlere sinnvoller. Allerdings kommt es ja nur auf die Bremshundertstel an, nicht auf die Frachtart unbedingt. Jetzt sind wir in der LZB geführt. Ja. Da könnten wir 240 fahren, aber wie gesagt, Vmax 100. Das wollte ich dann an dem Wagen noch zeigen. Mache ich gleich noch. Ich zeige es gleich noch an dem Wagen, wenn ich dran denke. Ich hoffe, ich denke dran, dass wir beim nächsten roten Signal ich das kurz an dem Wagen zeige, woran man das sieht, dass wir da 100 heute Vmax haben. So, schalten wir mal auf die 100 hoch. Alles gut. Aber wir sind jetzt LZB geführt, beziehungsweise LZB AFB geführt. Und dann müssen wir jetzt gar nicht mehr so stark drauf achten. Müssen wir schon drauf achten, weil wir noch Sachen bestätigen müssen. Aber wir müssen zum Beispiel nicht mehr auf rote Signale so stark achten, weil der Zug automatisch davor runterbremsen wird. Das ist gut an diesen Schnellfahrstrecken, beziehungsweise ist keine Schnellfahrstrecke, Neubaustrecken, die einfach damit ausgerüstet sind. Sollte mittlerweile auch relativ, obwohl es sind nicht so viele Strecken, sind es auch nicht, ne? Ich habe jetzt keine Prozentzahl im Kopf. Das würde mich mehr interessieren, wenn das wie viel Prozent sind wohl mit LZB ausgestattet. Das würde mich ja schon mal interessieren, wie viel Strecken. So. Wir werden schon runtergebremst. Ganz einfach, hier sieht man es, weil das nächste Signal wieder auf Rot steht. So. Lieber dreimal bestätigen, ihr habt es gehört. Als einmal zu wenig, das Signal, dass wir das gesehen haben. Und jetzt werden wir gleich schön vom roten Signal entspannt angehalten werden. Jetzt geht es wieder hoch. Vermutlich, weil der Zug dahinter
wieder weiterfährt. Die Regionalbahn. Das ist schon ein praktisches System. Nur die SIFA sollten wir nicht vergessen. Ich hätte jetzt fast gesagt, das System ist ja auch ein bisschen idiotensicher, aber bei mir bin ich mir da gar nicht so sicher. Was haben wir denn da? 155 Kesselzug. Oben die Flugzeuge Richtung Flughafen Halle Leipzig unterwegs. Wir haben es relativ früh noch am Morgen, 8.18 Uhr. Also fahren wir auch in Hauptverkehrszeit. Das heißt, das kann mit der Regionalbahn auch so ein bisschen dran liegen. So, jetzt geht es durch den Bahnhof von Rackwitz. Wo geht es hier rechts lang? Und ist wahrscheinlich Fabrikgleis, ne? Fabrikabfahrt. Ja, okay, sieht so ein bisschen so nah aus. Ja, oder hier am Bahnhof zumindest vorbei. Interessant. So. Und es geht wieder weiter mit dem Beschleunigen. Wir hängen also die ganze Zeit hinter dieser Regionalbahn, die jetzt hier natürlich auch in Rackwitz gehalten hat. Deswegen, ja, jetzt kann sie wieder ein bisschen Abstand aufbauen, denn die Regionalbahn wird 160 fahren können. Das war ja, was war da vorgespannt? 146 oder? Ja. 112. Wenn es 143 war, dann könnte es sein, dass die doch, dann dürfte sie doch 120 fahren. Ich glaube, die fahren ja gar nicht 143. Ich denke mal, da fährt höchstens noch eine 112 von den älteren Loks und sonst 146 beziehungsweise 182, den Taurus, den wir auch gerade fahren. Habe ich vorhin nicht so hundertprozentig darauf geachtet, was da jetzt für eine Zug. Ich glaube aber eine ältere, ne? Ich glaube, es war eine 112er oder 143er. Ich vermute 112. Oder 114 gibt es ja auch noch. Aber wie unterscheiden sich die 114 und die 112? Weiß ich jetzt auch nicht so genau. So. Hier kommt mal wieder was Interessantes für uns. Aha. Einmal vom Strom, bitte. Denn über hier haben wir eine Spannungsveränderung. Ich hoffe, wir haben die ersten Teile nicht übersehen. Ne, da hinten kommt nochmal ein Hinweis, dass bitte der Bügel runterzunehmen ist. Wir rollen jetzt einfach. Wir haben ja Zeit, deswegen können wir ganz entspannt jetzt hier durchrollen, bis wir das wieder hochmachen dürfen. Hier sehen wir es. Unten haben immer noch Oberleitung bzw. Pantograph nach unten. Eigentlich der Hauptschalter raus, soweit ich weiß. Aber gut. Und das ist das Zeichen verbunden. Wir dürfen es wieder hochmachen. Ich glaube, soweit ich weiß, müsste man eigentlich auch den Hauptschalter rausnehmen. Da ist aber grün. Gerade so grün geworden. Nächste, ich vermute, das nächste Signal werden wir stehen bleiben vorher. So wirklich Beschleunigung tun wir jetzt auch nicht. Warum? Weil wir... Ja, nee, wir sind ja bei 100. Wir fahren ja schon 100. Es ist halt nur... Es wirkt ja relativ langsam, weil man die ganze Zeit sonst schneller gefahren ist. Jetzt 100 echt schon langsam. Aber gut. Wir werden dem Zug eh schnell genug noch auflaufen. So... Dann sehen wir noch mal ein paar Häuser hier an der Strecke. Hier ist es bestimmt auch nicht ganz so leise, wenn die Züge vorbeirauschen. Ganz ohne Lärmschutzwand und so. Interessant. So. Es ist wirklich ein Beschleunigen und Bremsen hier. Wir können mal wieder das hier ausschalten. Beschleunigen und Bremsen hier. Lass uns das Ganze mal von außen angucken, hätte ich mir jetzt fast gedacht. Da warten wir nochmal das.
Signal ab. Nach dem Signal, aber das scheint. Dann gucken wir uns das Ganze auch nochmal von außen an. So. Einmal bitte von außen. Ich würde es gerne von der Seite mal haben. Aber das Ding gefallen tut mir der Train Simulator selten, dass ich dann, wenn ich immer von der Seite sehen will, den Zug. Dass ich ihn noch von der Seite sehe, das ist dann selten so leider. Da war es gerade. Dann habe ich es weggedrückt. Jetzt habe ich schon wieder weggedrückt. Ah, da jetzt. Da kommt da. Sehr schön. Sind wir schon wieder am Bremsen? Nee, geht noch. Da noch ein Kollege mit derselben Lok nochmal. Mit Container hinten dran. Sehr schick. So. Hundert immer noch. Richtung Bitterfeld, dafür steht das B. B wie Bitterfeld. Mal gucken, ob uns der Fahrdienstleiter sich schon noch ab und zu meldet. Jetzt geht's wieder runter. Kommen wir gleich mal zum Stehen. Nein, gelb da vorne. Von der Geschwindigkeit her. Und vergleich nochmal zum Stehen kommen. Bisher geht das ja alles. Wir jucken hier dahinterher. Aber es kann sein, dass jetzt auch gleich ein Delit steht. So. Bremst aber ganz schön heftig dafür, dass wir ja, so weit vom Dings möchte ich eigentlich nicht stehen bleiben kommen. Zum Stehen kommen. Zum roten Signal. Das ist zwar ein rotes Signal da hinten, das sehe ich schon. Aber der bremst ganz schön heftig, ne? Kann es sein, dass wir doch obere Zugart hätten fahren sollen, dass es vielleicht daran liegt, dass er so stark bremst? Weil das vielleicht leicht genug sind, aber ich hätte es mir nicht, kann es mir nicht vorstellen, dass man mit drei Straßenbahnen hinten drauf. Obwohl, man fährt ja auch mit vielen Wagen hinten dran. Ja, vielleicht hätten wir doch obere Zugart fahren sollen, deswegen bremsen wir gerade so heftig runter hier. Okay, mit 14 auf den. Auf das Signal zu. Daran kann es liegen. Vermutlich steht vor uns jetzt im Delitzscher Bahnhof. Ja, da steht die Regionalbahn. Ah, das ist schon ganz schön langsam, wie wir drauf zujuckeln. Ich schalte gleich mal die obere Zugart ein, einfach mal. Weil die war ja auch am Anfang eingestellt. Vielleicht ist das, ergibt das mehr Sinn. Weiß ich nicht. Ah, jetzt ist sie gelb, sehr gut. Nicht jetzt andere jetzt auch wieder zurückschalten. Jetzt. Sehr gut. Nehmen wir mal die obere Zugart. Ja, macht man eigentlich nicht, währenddessen umzuschalten. Oh. Was ist los? Weil wir jetzt hier umgestellt haben, vermutlich. Ach nee, weil wir das gelbe Signal nicht bestätigt haben. Gut. Aber wir haben Zeit, ne? Wir können auch mal kurz. Ja, müssen wir nur wieder lösen. Ich wollte nur mal testen, ob
die PZB auch funktioniert. Aber das ergibt wahrscheinlich mehr Sinn, dass wir tatsächlich Oberzugrad fahren sollen. Das war nämlich einfach auch eingestellt. Da hätte ich noch lieber auf die Anfangseinstellung hören sollen, sonst würden wir nämlich nicht so stark abgebremst werden hier. So, oh, wir fahren sogar schon wieder. Ja, stimmt, wir haben ja auch die Beschleunigung auf 100% gestellt. Dann geht das relativ gut. Naja, wir dürfen natürlich uns noch nicht befreien, wegen dem Magneten. Wir leisten schon mal ein bisschen raus. Der Magnet, der jetzt bis zum nächsten Signal aktiv ist, was da vorne ist, und das auf Rot steht. Also werden wir eh nur bis dahin fahren können. Das ergibt schon Sinn. So. Halten wir hier in Delitzsch am Bahnhof, mehr oder weniger. Können Leute in die Straßenbahn steigen? So. Jetzt dürfen wir uns noch nicht befreien. Müssen wir noch einen kleinen Moment warten. Wie gesagt, bis zum nächsten Signal ist dann eigentlich der Magnet aktiv. Und das heißt, ab dem nächsten Signal, dann können wir wieder mehr als 45 km/h fahren. Aber da wir ewig hinter der Regionalbahn hinterherjuckeln, dürfte das kein Riesenproblem sein. Nicht zu schnell werden. Und dann einmal bitte, ja, bis der Zug durch ist. Wie könnte man gleich mal den Roadrunner einschalten? Der Roadrunner ist so ein Geräusch, ich weiß nicht, ob es in Realität auch gibt, das weiß ich gar nicht, dass man weiß, wann der Zug an einer Sache vorbeigefahren ist. Immer noch magnetaktiv. Ganz schön lang, ne? Aber dürfen wir nicht schneller, wir können jetzt nicht in den Magneten reinsausen und haben wir die nächste Zwangse. Ärgerlich ist aber so. So. Jetzt ist er nicht mehr aktiv, sehr gut. Da kommt noch eine andere Regionalbahn. 100 ist Wechselblicken raus, das war knapp. Ist es Herbst in dem Szenario anscheinend? Auch schön. Ist da so ein bisschen kontra zu unserer Jahreszeit, die wir jetzt haben. Aber vielleicht guckt das ja im Herbst. Vielleicht guckt er ein halbes Jahr später. Hebt euch die auf ein halbes Jahr, dann könnt ihr es im Herbst gucken. So, hier, einige Delen stehen ja immer so, einige Wagen rum. Ah, schöne Wagen hier. Wunderschöner Wagenpark mit den schönen blauen noch und so. Kommen die hier in die Verschrottung? Ich glaube nicht. Das ist aber, ich glaube, eher ein Wagenpark wirklich für Ersatzwagen, die man noch braucht. Vielleicht irgendwo für. Ich glaube nicht, dass es hier der Verschrottung zugeführt werden hier. Das würde mich zumindest stark wundern. Unsere VMAX ist immer noch 100. Daran hat sich mit der Änderung der Zugart nichts geändert. Aber wie stark wir vorhin gebremst haben, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das realistisch ist. Dass wir so stark bremsen. Ich vermute, dass die Oberzugart, die am Anfang eingestellt war, dann doch die richtige ist. Aber ich kann den Zug halt vorher nicht wiegen. Das macht man ja normalerweise vom Gewicht abhängig. Und dann hat man so ein schlaues Büchlein, so vermute ich zumindest. Bin jetzt kein Lokführer, aber so glaube ich das. Da steht das drin und dann guckt man sich das an und rechnet sich das aus. Und hat dann die Zugart. Das haben wir natürlich hier nicht. Wir müssen schätzen. Oh, das wäre aber eigentlich cool, wenn man das müsste doch auch irgendwie gehen, dass man... Obwohl, hier steht auch 5000. Passt das? Ich weiß nicht, ob das passt. Ich glaube nicht, dass das die richtige Angabe ist, weil hier verändert sich ja außer die Uhr jetzt nicht viel. Obwohl, die Uhr ist auch falsch. Nicht mal die Uhr verändert sich, also wird sich die Anzeige auch nicht verändern. So. Das würde mich doch stark wundern. So. Ich hoffe doch, dass wir mit der Zugart jetzt wirklich noch zum Stehen kommen, weil wenn die am Anfang eingestellt ist, wird das doch richtig sein. Aber hier scheint ja die Regionalbahn jetzt einen Vorsprung zu haben. Haben wir den schön rausgefahren, der Regionalbahn, den Vorsprung, indem wir da diese Zwangsbremsung und dann natürlich das langsame Fahren gehabt haben. 4000 Meter bis zur nächsten Geschwindigkeitsänderung. 4 Kilometer also. Wie gesagt, weiterhin der Regionalbahn hinterherjuckeln. Bis Bitterfeld, kann das sein? Das war bis Bitterfeld der Regionalbahn hinterherjuckeln? Ich weiß es gar nicht ganz genau.
Es kann auch sein, dass es später ist. Und dieses wunderschöne herbstliche Szenario. Sagt, so 45 Minuten wollte ich den ersten Part beenden. Vielleicht stehen wir ja im Bitterfeld. Müssen wir da halten? Ne, wir fahren drüber. Hm? Mal gucken. Wenn wir das nächste Mal halten, vermutlich entweder vom roten Signal oder an die Seite genommen werden, werde ich die ersten Teil der Folge beenden. Vielleicht machen wir noch zwei Parts. Mal gucken. Hm? Aber dann wäre ein Part über eine Stunde. Habe ich auch schon gemacht. Mal gucken. Ich überlege es mal. Kommt so ein bisschen drauf an, wo wir als nächstes eine Möglichkeit haben, an der Seite zu fahren. Die Sifa meldet sich irgendwie gar nicht mehr, ne? Sifa, lebst du noch? Ich versuche sie mal eine Zeit lang nicht zu drücken, mal gucken, ob sie noch geht. Weil die scheint irgendwie gerade sich gar nicht mehr zu melden. Interessant. Nicht, dass ich sie gerade ausgeschaltet habe, oder so hätte ich jetzt gedacht. Ich meine, manchmal würde ich es am liebsten, aber ich will ja auch realistisch fahren. Deswegen lasse ich sie natürlich dann auch an. So. Keine Sifa. Die müsste jetzt echt mal kommen, so langsam. Immer noch keine Sifa. Ich habe sie jetzt mal wieder entweder an- oder ausgeschaltet. Mal gucken. Jetzt nochmal eine kommt. Weil die Geschwindigkeit dürfen wir locker überschreiten, die wir brauchen, damit die Sifa reagiert. Geschwindigkeit. Schon wieder. Wir werden jetzt der Regionalbahn wieder auflaufen, wenn die in Bitterfeld hält. Da kommt sie. Ich glaube, ich hatte sie wirklich aus Versehen ausgeschaltet. So, aber alles grün soweit. Oder wir werden im Bitterfeld wirklich an die Seite genommen. Das weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau. Kann auch sein, dass wir im Bitterfeld an die Seite genommen werden. So, und jetzt können wir sehen, ob sie jetzt besser bremst. Realistischer aufs Signal zubremst. Falls es jetzt gar nicht gehen sollte, wir das gar nicht schaffen sollten, könnten wir ja auch noch mitbremsen. Aber es sieht gut aus. Das schafft man, bis dahin zu denen zu kommen. Also die scheint wirklich obere Zugart zu sein. So leicht der Zug. Also da sind ja auch nur 6 Waggons hinten dran, also ist nicht viel. Wir rollen auf so rote Signal zu. Oh, jetzt kann ich mal rot. Ach nee, das ist wahrscheinlich nur mal ein Vorsignal. Das ist das Signal, was rot ist. Aber wir bremsen trotzdem wieder so stark runter, also vielleicht liegt es auch nicht an der Zugart. Okay. Das ist nur wieder ein Vorsignal, was uns das Ganze nochmal anzeigt, weil das andere Signal halt leicht in der Kurve steht. Sieht man an dem weißen Teil, dass es im näheren Abstand steht. Soweit ich mich nicht irre.
So. Dann räumen wir langsam aufs rote Signal zu. Aber gut. Da nochmal. Ist das unser Regionalexpress, hinter dem wir dann später hinterher jucken? Das weiß ich nicht ganz genau. So, sonst würde ich sagen, 44 Minuten wollte ich schon den ersten Part mal beenden. Das wäre eine Idee, ne? Dass ich jetzt gleich hier den Zug mal anhalte. 7 km/h. So. Bremsen wir mal, ne? So. Vor dem roten Signal ein bisschen Abstand, aber man sieht es ja alles gut. Halten wir unseren Zug mal an. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, wenn es weitergeht in Richtung Großbären. Und damit, ja, tschüss. Macht's gut.